ist der wunderbare Preis. Unverkennbar ist der Hildebrand. Und Ihre Urkunde dazu, damit ich das gerne hier hinbringen kann. Der Dieter-Hildebrand-Preis. Das ist schon was. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht über Dieter Hildebrand dozieren. Ich werde auch keine Vergleiche zwischen seiner und meiner Arbeit anstellen und nach Überschneidungen oder Gemeinsamkeiten in Form und Inhalt suchen, um vor Ihnen, aber vor allem vor mir selber zu rechtfertigen, warum ich diesen Preis bekomme und um damit dann bescheiden damit zu schließen, dass die Fußstapfen ja viel zu groß sind, ich den Preis aber dennoch in Demut annehme, Rhabarber, Rhabarber. Nein. Sie wissen alle, wofür Dieter Hildebrand stand und immer noch steht. Ich denke, es gibt viele Kabarettisten, die ihr Handwerk beherrschen, aber eine Haltung lässt sich in diesem Sinne nicht erlernen. Die hat man oder nicht. Und wenn man die hat, kommt man nicht umhin, sich manchmal mit denen, die Entscheidungen treffen oder die Macht haben, anzulegen. Das trauen sich dann nicht mehr so viele. Dieter Hildebrand hat sich das immer getraut und das ist der Punkt, wo er mir ein sehr großes Vorbild ist. Insofern, damit macht er mir Mut, konsequent zu sein. Und deshalb danke Dieter Hildebrand, einen Preis mit Ihrem Namen zu bekommen, ist mir eine Ehre. Wenn Sie das Gefühl haben, ich sollte mal wieder trinken, dann müssen Sie klatschen. So geht das Spiel. Okay? Danke auch an die sehr geschätzten Kollegen Matthias Egersdorfer, Sebastian Rüger und Norbert Bürger. Ich liebe das sehr, was ihr macht und euer Wahnsinn beruhigt mich enorm. Es ist sehr schön, dass ihr heute mit mir hier feiert. Vielen Dank dafür. Danke auch an die Stadt München, insbesondere an das Kulturreferat. Ich bin froh, dass München mir einen Preis verleiht, weil ich in meiner Wahlheimat Stuttgart keinen mehr bekomme. Ich glaube, ich habe da ein bisschen zu oft mich in die Proteste gegen Stuttgart 21 eingemischt. Und das allein ist es aber noch nicht. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu oft zu schlecht über die Grünen geredet. Ja. Hier habe ich noch nie was über die SPD gesagt. Das ist vielleicht mein Glück. Aber Sie haben ja auch kein Stuttgart 21. Sie haben ja noch nicht mal ein Transrapid, seien Sie froh. Obwohl, der hätte Sie vom Hauptbahnhof München in 10 Minuten. Nee, mache ich jetzt nicht. Ist ein bisschen zu kompliziert. Nee, in München hätte sich sowas wie Stuttgart 21 nie durchsetzen können. Die Stadt München ist ja viel weniger reaktionär als Stuttgart. Ich muss das jetzt an dieser Stelle wirklich mal sagen, auch wenn das wie Schleim rüberkommt. Ich finde das so klasse, dass Sie hier in München angefangen haben, sich von einem Riesenkonzern mit Monopolstellung unabhängig zu machen und ihre komplette Verwaltung über ein freies System laufen zu lassen. Ey, das ist absolut vorbildlich. Ne? Weil diese Verwaltung kann ja damit selbst bestimmen, was das freie System tut. Und das ist ja in einer zunehmend digitalisierten Welt die Grundvoraussetzung dafür, dass Demokratie funktioniert. Ach so, Entschuldigung für die Nicht-Münchner, die das vielleicht nicht wissen. Ich rede von Limux. Ein Wahnsinnsprojekt. Die Münchner haben nämlich als allererste Großstadt in Europa einfach Windows Tschüss gesagt und sich für Linux entschieden. Freie Software? Hallo? Musste nichts vom Konzern kaufen, damit die Kiste läuft.
ist allen frei zugänglich, können alle mitgestalten, auch weil es sich von Hause aus der allgegenwärtigen Verkaufslogik entzieht. Wenn da Fehler auftauchen, bist du nicht abhängig von einem Konzern, der allein den Quellcode kennt. Den kennen bei Linux alle. Den kennen Sie, den kennen Sie, den kennen Sie. Da können alle gucken, warum der Fehler aufgetaucht ist. Den können alle reparieren. Wirklich, das ist mega progressiv. Das ist Zukunft. Ich weiß, es gibt da jetzt ein paar Startschwierigkeiten. Irgendwie ist das Projekt jetzt ein bisschen ins Stocken geraten. So ein Riesenprojekt braucht ja auch Zeit. Da müssen alle umlernen, da macht man manchmal einen Schritt zurück, bevor man dann wieder zwei Schritte nach vorne macht, ist doch klar. Aber sie haben sich auf den Weg gemacht und das ist das Tolle. Wenn man das will, dann wird das. Mein Sohn hat mir das erklärt, der ist 5. Der schwänzt freitags immer Kindergarten und geht demonstrieren. Für seine Zukunft. Der hat zu mir gesagt, als ich gerade am Computer saß und gearbeitet habe, ich war gerade an so einem Gag dran über das Bindegewebe von Andrea Nahles, hey, und ich musste mich voll konzentrieren, weil ich nicht genau wusste, ist es noch Frauenkabarett wegen Bindegewebe oder ist es schon politisches Kabarett wegen Andrea Nahles? Egal. Auf jeden Fall fragt er mich, mein Sohn, warum ich immer noch Windows benutze und nicht Linux. Ob ich etwa kein Interesse an seiner Zukunft hätte. Es sei, Zitat, absolut zwingend, das digitale Netzwerk von jeder Kontrolle durch privates Kapital oder der Macht des Staates freizuhalten. Slavoj Žižek. Habe ich ihn gefragt, woher kennst du Žižek? Sagt der Žižek, wiederhole ja nur, wovor Julian Assange schon vor Jahren gewarnt habe. Habe ich ihn gefragt, woher kennst du Julian Assange? Sagt er, weil es für sein Leben wichtiger sei, Julian Assange oder Edward Snowden zu kennen, als den Struwwelpeter oder den Gryffalo. Um zu verstehen, in welchem Ausmaß wir kontrolliert und manipuliert werden, müsse man sowohl die Verstrickungen privater Konzerne mit politischen Parteien als auch die von datenverarbeitenden Unternehmen wie Google oder Facebook oder Microsoft mit staatlichen Sicherheitsbehörden erkennen. Ich muss dann wohl so geguckt haben wie jetzt, weil er sagte, Mama, stell dir vor, die AfD hat das Sagen. Oder schlimmer noch, die CSU. Dann willst du nicht, dass die gemeinsam mit Microsoft an deine Daten rankommen. Habe ich zu ihm gesagt, okay. Meinst du nicht, dass du jetzt ein bisschen übertreibst? Ich meine, wenn du unbedingt demonstrieren möchtest, dann mach doch gegen Nazis, oder? Das passt doch immer. Sagt er zu mir, Mama, du hast echt nichts verstanden. Nichts. Ich demonstriere für eine bessere Zukunft. Ob es um Linux geht oder bezahlbaren Wohnraum oder darum, das Klima zu retten, ist doch im Grunde alles eins. Es geht um alternative Lebens- und Gesellschaftsformen, Mama. Und die braucht's langsam echt, wenn wir die Karre nicht komplett an die Wand fahren wollen. Du kannst ja weitermachen wie bisher. Ich gebe jetzt mein Taschengeld den Ehrenamtlichen, die für Linux arbeiten. Welches Taschengeld? Ach so, ja, habe ich vergessen zu sagen. Offiziell steht mir ab 6 Taschengeld zu. Ich will das aber jetzt schon haben, weil mein Entwicklungsstand durchaus dem eines 6-Jährigen entspricht. Er hat recht. Scheiße, er hat mit allem recht.
Oh Mann, wir nennen das eine Greta-Thunberg-Phase. Naja, geht auch vorbei. Vielen Dank nochmal für den Preis. Ich freue mich riesig darüber. Das Preisgeld möchte ich der Free Software Foundation Europe spenden. Der Verein ist auf Spenden angewiesen, weil da hauptsächlich Ehrenamtliche arbeiten und dafür sorgen, dass freie Software wie Linux immer weiter verbessert und verbreitet wird. Ich möchte mich mit der Spende für diese unglaublich wichtige und großartige Arbeit bedanken. Ich tue das für meinen Sohn, wegen Future und so. Vielen Dank. Sebastian Rüger, Norbert Bürger.